Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Steve Mounier, er traf zur Führung für Huddersfield Town. Urheberrecht Getty Images. In der Premier League gelingt Huddersfield nach einer 14 Spiele währenden Pleiteserie endlich wieder ein Sieg. Auch ein weiteres Krisenteam hat Grund zu feiern. Tabellenschlusslicht Huddersfield Town hat in der englischen Premier League im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Jan Sievert den ersten Sieg gefeiert. Die Terrier gewannen gegen die Wolverhampton Wanderers 1:0, 0:0 durch ein Tor von Steve Mounier, 90.1 in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Huddersfield in der Liga 14 Spiele in Folge nicht gewinnen können. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bei 10 verbleibenden Saisonspielen 11 Punkte. Leicester City hat wenige Stunden nach der Bekanntgabe des neuen Teammanagers Brendan Rodgers einen Befreiungsschlag gefeiert. Nach nur einem Punkt aus den letzten 6 Partien setzte sich der Meister von 2016 mit 2:1, 1:0 gegen Brighton. Demarai Gray, 10. und Jamie Vardy, 63. trafen für das Team von Interims Trainer Mike Stubel. Davy Prepper verkürzte, 66. Rodgers saß beim Erfolg gegen Brighton auf der Tribüne. Der 46-Jährige wird das Team ab Mittwoch betreuen und im Auswärtsspiel beim FC Watford am Sonntag das erste Mal an der Seitenlinie stehen. Erst am Morgen hatte der Nordire von seinem bisherigen Club Celtic Glasgow eine offizielle Freigabe für Verhandlungen mit dem Premier League Club erhalten. Cardiff kassiert Heimpleite, dagegen unterlag Cardiff City daheim dem FC Everton deutlich mit 0:3, 0:1. Ein Doppelpack des Ex-Hoffenheimers Jeffy Sigurdsson, 41., 66. und ein Treffer von Dominic Calvert-Lewin in der 3. Minute der Nachspielzeit besiegelten die Heimpleite von Cardiff. Newcastle United holte 3 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt durch einen 2:0 Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten FC Burnley. Abwehrspieler Fabian Scheer, 24. und John Longstaff, 38. stellten schon in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg.